Hallo und herzlich willkommen zur Folge 103 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich riesig, dich hier wieder beim Podcast für Frauen in Führung, für Frauen, die für sich, für ihre Ziele, für ihre Wünsche, für den nächsten Schritt in puncto Business und Karriere in Führung gehen, die dies in einem männlich geprägten Arbeitsumfeld tun und die herausfordernde Zeiten und schwierige Phasen meistern. Denn eine solche Zeitsituation haben wir ja gerade mit der Corona-Krise. Und deshalb will ich in dieser Folge mit dir drei Impulse teilen, wie du Dankbarkeit üben kannst. Ich habe darüber in meinem Format live auf einen Kaffee gesprochen und habe so viel Rückmeldung bekommen. Ich habe Nachrichten bekommen von Teilnehmerinnen, die sehr dankbar waren für die Sichtweise, die ich mit ihnen geteilt habe. Und deswegen will ich dich heute einladen, einfach in diesen Zeiten ganz besonders aufmerksam zu sein für die Dinge, für die du dankbar sein kannst. Zum einen und zum anderen, dass du lieber einmal mehr den Menschen in deinem Umfeld Danke sagst. Ich danke jedenfalls allen, die mir in dieser Zeit Rückmeldung geben. Ich finde, das ist, was mich betrifft, deutlich nach oben gegangen, die Rückmeldung von meinen Kundinnen, Hörerinnen, von den Interessentinnen, von den Teilnehmerinnen meiner kostenfreien und eben auch kostenpflichtigen Angebote. Ich bin dankbar über jede Rückmeldung, über jedes Feedback und ich bin vor allen Dingen den Zuhörerinnen dankbar, die sich bei mir nach einer Kommunikationstango-Folge melden und sagen, diese Folge fand ich großartig, die hat mir etwas gebracht. Gleichzeitig will ich dich noch einladen in mein neues Format. Ich biete vom 11. bis 15. Mai ein kostenfreies Online-Training an zu dem Thema Erfolgsstrategie Netzwerken. Ich werde dich also teilhaben lassen an meiner Erfolgsstrategie Netzwerken und teile mit dir meine besten Tools und Tipps zum Thema Netzwerken, wie du das für dich fokussiert und strategisch angehst, wie du für dich oder wie du dir bewusst wirst, was du alles schon mitbringst, was du aber noch brauchst und wie du dir Unterstützung holst und wie du das eben ganz konkret in deinen Alltag umsetzen kannst. Das werden wir in dieser einen Woche machen. Melde dich einfach an unter www.anja-schäfer.eu und dann OT für Online-Training 05. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Die Anmeldung ist jetzt bereits eröffnet und ich freue mich auf ganz, ganz viele Frauen, die Lust haben, das Thema Netzwerken für sich anzugehen. Wir schauen online wie offline und es ist ja ein Thema, was jede Frau angeht. Jetzt lass dich von mir inspirieren, motivieren, informieren und dann nimm aus dieser Folge für dich raus, was für dich passt und lass dich einladen, das Thema Dankbarkeit einfach wieder auf dein Tableau zu bringen und Dankbarkeit zu üben. Und ich finde, es gibt keine bessere Zeit als die jetzige, wo so vieles in Bewegung ist, die aber so schwierig ist für viele von uns, einfach dankbar zu sein für das, was du Großartiges in deinem Leben hast. Ich freue mich, dass du Teil meines Lebens bist. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. In dieser Folge 102 vom Kommunikationstango will ich einfach mal Danke sagen, dir Danke sagen und ich will dich gleichzeitig einladen, das Thema Dankbarkeit für dich mal neu oder anders zu betrachten und dich einladen, immer wieder
Dankbarkeit zu üben, und zwar bezogen auf deine eigene Person, aber eben auch bezogen auf andere. Denn Dankbarkeit, so heißt ein schöner Gedanke des englischen Dichters William Blake, Dankbarkeit ist der Himmel selber und es könnte kein Himmel sein, gäbe es die Dankbarkeit nicht. Dankbarkeit ist eine ganz besondere Ressource und sie kann besonders in dieser herausfordernden Zeit Sonne in dein Leben bringen. Dankbarkeit verbindet dich im Positiven mit dir selber und mit anderen. Darüber hinaus verändert sie den Blick auf die Welt und schenkt dir ein besseres Lebensgefühl. Das Schönste an ihr aber ist, dass sie sich einüben lässt und somit für dich immer verfügbar ist. Und jeder Tag ist ein guter Tag, um mit dem Üben in puncto Dankbarkeit anzufangen und um anderen einfach mal Danke zu sagen. Gleichzeitig ist diese Folge 103 auch eine Folge, in der ich dich mal mitnehmen will in mein Format live auf einen Kaffee. In live auf einem Kaffee am 6. April 2020 habe ich über das Thema Dankbarkeit üben gesprochen. Und weil dieses Thema so gut angekommen ist und ich so tolles Feedback von meinen Teilnehmerinnen bekommen habe, möchte ich das, was ich in live auf einen Kaffee geteilt habe, heute mit dir teilen. Und darüber hinaus ist die aktuelle Zeit, in der wir uns mit der Corona-Krise auseinandersetzen dürfen, eine Zeit, die Dankbarkeit braucht. Eine Zeit, in der es ganz wichtig ist, dass du dankbar bist oder dass du dankbar wirst für die Dinge, die du bereits in deinem Leben hast und dich gleichzeitig eben nicht so auf die Dinge fokussierst oder dich schlecht fühlst für die, die du aktuell nicht hast. Und es gibt ja jetzt so viel, wir sind ja alle noch in der Ausgangssperre zu dem Zeit, wo ich die Podcast-Folge aufnehme, aber auch zu dem Zeitpunkt, wo diese Kommunikationstango-Folge 103 online geht. Und es gibt so vieles, was wir jetzt gerne tun würden oder was wir gerne hätten, was wir aber nicht tun können oder eben nicht in unserem Leben haben können. Sei es jetzt Treffen mit vielen Freunden, sei es Kulturveranstaltungen, ich beispielsweise meine regelmäßige Tango-Lehrerstunde. Es gibt so vieles, was wir aktuell nicht haben. Trotzdem oder gerade deshalb ist jetzt einfach die Zeit, wo es sich lohnt, einfach mal Danke zu sagen. Und ich möchte gerne drei Impulse mit dir teilen, warum Dankbarkeit so wichtig ist in deinem Leben und warum es so wichtig ist, dankbar zu sein und Dankbarkeit zu üben. Denn Dankbarkeit macht Menschen zufriedener, ist ein starkes, positives Gefühl, was nachwirkt und was vor allen Dingen lange nachwirkt. Grundsätzlich ist es ja so, dass unser Gehirn dahingehend funktioniert, dass wir aktuell Ereignisse und Dinge häufig stärker wahrnehmen, die uns ärgern und die uns Sorgen bereiten. Das hat früher bei unseren Vorfahren Sinn gemacht, weil sie so Gefahren bemerkten. Heute brauchen wir das im Alltag nicht unbedingt mehr, dass wir uns ständig Sorgen machen, denn das führt dazu, dass eine Schwere in unserem Leben ist, die nicht unbedingt in den meisten Fällen förderlich ist. Und auch die heutigen Zeiten und die ja ganz besonders fragil im Moment sind oder auch andere Situationen im Leben laden ein, sich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren und zwar die,
die eine positive Wirkung haben. Und warum lohnt sich das so sehr? In den USA ist vor Jahren eine Studie gemacht worden mit 3 Studiengruppen, ungefähr über einen Zeitraum von einem Vierteljahr. Eine Studiengruppe hatte die Aufgabe, sich einmal in der Woche hinzusetzen, einen Rückblick zu machen über die Tage der Woche und für jeden Tag mindestens 5 Dinge aufzuschreiben, die gut waren, die funktioniert haben, wo die betreffende Person etwas gesagt, getan, bewirkt hatte, was funktioniert hat, was eine positive Grundstimmung gab und wofür sie dankbar war. Entweder indem sie selber etwas getan hat oder eben indem andere etwas für sie getan haben, was ein positives Gefühl und eben ein Gefühl von Dankbarkeit verursacht hat. Die zweite Gruppe hat in dieser Studie sich auch am Wochenende hinsetzen dürfen, aber die haben sich auf die Dinge fokussiert, die im Leben nicht funktioniert haben. Ne? Also all das, wo es nicht funktioniert hat, wo was negativ war, ne? Und haben das aufgeschrieben. Und die dritte Gruppe, die hat gar nichts getan. Und das Erstaunliche war, dass die Menschen, die sich auf die positiven Dinge fokussiert haben, die Dankbarkeit geübt haben in diesen 12 Wochen, dass diese Menschen gesünder waren, dass es diesen Menschen besser gegangen ist, dass diese Menschen besser drauf waren, besser gelaunt, dass diese Menschen sich mehr bewegt haben, gesünder gegessen haben. All die Dinge, die positiv im Leben sind und von denen man gerne mehr hätte, die haben die Menschen gemacht oder umgesetzt, die Dankbarkeit als Haltung für diese Zeit verinnerlicht haben. Und was das Besondere an dieser Studie ist, die Umstände im Außen waren analog, waren etwa gleich. Also diese Menschen waren nicht von Anfang an gesünder oder diese Menschen hatten nicht von Anfang an mehr Geld oder diesen Menschen ist es nicht von Anfang an besser gegangen, sondern die haben einfach den Fokus auf das, was im Leben funktioniert und dafür dankbar zu sein, geübt und als Haltung übernommen. Und Dankbarkeit ist eben eines der stärksten positiven Gefühle, auch anders bezeichnet als das Gedächtnis des Herzens. Und diese Menschen haben sich auch auf Alltäglichkeiten fokussiert, ne, für die sie dankbar waren, was dazu geführt hat, dass sie einfach leichter durchs Leben gekommen sind. Was will ich dir damit sagen? Dass es sich lohnt, jeden Tag Dankbarkeit zu üben. Und lass mich da jetzt 3 Erfolgstipps mit dir teilen. Zum einen, Erfolgstipp Nummer 1 ist, Achtsamkeit ist der Schlüssel zur Dankbarkeit. Nur wenn du achtsam bist und Dinge bewusst wahrnimmst, kannst du dafür Danke sagen und Dankbarkeit empfinden. Also wenn du auf Autopilot bist und einfach nur so durch den Tag rauscht, dann ist es schwierig, die vielen kleinen Puzzleteile aufzusammeln und diese in dein Dankbarkeitsgefäß zu geben und dankbar zu sein. Der zweite Erfolgstipp ist, dass sich in schwierigen Zeiten Dankbarkeit ganz besonders lohnt, um sich eben auf das zu besinnen, was du bereits hast und nicht auf die Dinge, die dir aktuell gerade abgehen. Und das Schöne daran ist ja, dankbar zu sein und deprimiert zu sein, gleichzeitig, das funktioniert nicht. Und das, finde ich, passt wunderbar in diese Zeit, wo wir ja doch ein etwas eingeschränkteres Leben haben. Und ich kann das auch aus meiner Erfahrung sagen. Die mich schon kennen, wissen, dass ich 2019 eine besondere Herausforderung hatte, nämlich ich war auf dem Genesungsweg nach einer Brustkrebsdiagnose und ich bin jetzt im Nachgang keinesfalls dankbar für diese Diagnose, also jedenfalls
nicht direkt, aber indirekt schon, weil ich habe so viel rausnehmen können aus dieser Zeit. Und es ist mir auch im Rahmen der Therapie immer wieder gelungen, mich auf die Dinge zu besinnen, die ich hatte, um dankbar zu sein. Also ich bin wirklich gut durch diese Zeit gekommen, weil ich für mich verstanden habe, dass es sozusagen im Kopf entschieden wird und auf den Kopf kann ich ja Einfluss nehmen. Und ich habe mich eben auf die Dinge fokussiert, die ich in meinem Leben trotz der Herausforderung Brustkrebs noch hatte, also auf die Fülle, auf die Kleinigkeiten, die ich jeden Tag hatte. Und das geht mir jetzt genauso. Also ich freue mich morgens, wenn ich gesund aufwache, denn ich bin wieder gesund, wenn jetzt in der Zeit die Sonne scheint, wenn Strom geht, wenn es warm ist in meiner Bude. Ne, das sind alles so Kleinigkeiten, die für mich aktuell eben nicht mehr selbstverständlich sind, dass ich wieder fit bin beispielsweise. Und das sind ja die Dinge, die du sicher auch in deinem Leben hast. Also ich möchte jetzt in Zeiten von Corona keinesfalls auf Hawaii sitzen, sondern ich bin dankbar dafür, dass ich aktuell in Deutschland bin. Also Dankbarkeit hilft dir, dich auf das zu fokussieren, was du bereits hast. Und sei dir bewusst, dass du da ein ganz anderes Gefühl hast, wenn du dahin schaust, als wenn du auf die Dinge schaust, die gerade für dich nicht möglich sind. Und wenn du jetzt, das ist mein Erfolgstipp Nummer 3, das Nonplusultra rausholen willst, dann teile deine Dankbarkeit mit anderen. Erzähle ihnen, wofür du dankbar bist. Denn positive Effekte bei dir lassen sich so steigern. Ne? Also man kann die Energie im Raum, im Austausch mit anderen heben, indem man selber sagt, wofür man dankbar ist, wie gut es einem geht, ne? Was man alles in seinem Leben hat. Und du kannst gleichzeitig die Energie bei deinem Gegenüber steigern, wenn du deinen liebsten Menschen, aber auch jeder anderen Person lieber einmal mehr als einmal zu wenig Danke sagst. Denn Dankbarkeit und die damit einhergehende Anerkennung, wenn ich Danke sage, die Wertschätzung, die ich transportiere, wenn ich Danke sage, die überträgt sich auf mein Gegenüber und führt dazu, dass also auch bei dem oder bei derjenigen die Energie steigt und dass sich die Verbindung, die zwischen den beiden Personen besteht, auch verändert, nämlich positiv verändert. Und lass mich noch einen Satz oder einen Punkt ergänzen. Wenn du dich jetzt fragst, wie verträgt sich denn die Dankbarkeit oder die Haltung der Dankbarkeit mit den schwierigen Seiten des Lebens. Und da will ich dir eine Geschichte erzählen, die ich mal aus einem Kalender entnommen habe. Vielleicht habe ich die auch im Kommunikationstango schon mal erzählt, die mir wunderbar gefällt und die ich mir immer wieder sozusagen vor mein inneres Auge hole. Und zwar ging es darum, wie du achtsamer und aufmerksamer wirst auf die positiven Dinge. Und das kannst du ganz praktisch machen, indem du dir morgens in deine Jacken- oder Hosentasche einfach Kaffeebohnen steckst. 5 Stück wäre mein Vorschlag. Und immer, wenn dir über den Tag eine Situation passiert, wo etwas funktioniert, wo du etwas tust, was funktioniert hat, oder wo jemand dir etwas Gutes tut, dann nimmst du eine Kaffeebohne und tust die sozusagen von der rechten Tasche in die linke Hosentasche oder in die linke Jackentasche. Also für jeden Moment, für den du dankbar bist. Und abends setzt du dich dann hin und greifst in deine linke Jackentasche, holst die darin befindlichen Kaffeebohnen raus und gehst nochmal in die Momente rein. Und wenn du nur eine einzige Kaffeebohne von rechts nach links gebracht hast, dann war das ein guter Tag. Also es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie hunderte von Kaffeebohnen
von einer Seite auf die andere Seite zu transportieren hast, sondern es lohnt sich, wenn du eine einzige Kaffeebohne, wenn du einen einzigen Moment der Dankbarkeit an dem Tag hattest, dann ist das in meinen Augen schon ein guter Tag. Und ich bin mir sicher, selbst wenn du Anfängerin bist, wenn du also gerade damit startest, Dankbarkeit zu üben, dass wenn du ein bisschen den Fokus darauf richtest, dass du mindestens eine Situation am Tage findest. Und wenn du das dann noch aufschreibst, also wenn du ein Erfolgstagebuch führst, dich abends hinsetzt, das sozusagen vor deinem inneren Auge nochmal Revue passieren lässt, aufschreibst, dann bist du auf gutem Wege, mehr Dankbarkeit und mehr positive Energie in dein Leben zu bringen. Und wenn du gut in den nächsten Tag starten willst, so mache ich das. Ich starte morgens mit so 2-3 Minuten noch im Bett, in denen ich einfach dankbar bin, indem ich mich freue darüber, dass ich gesund bin, dass ich wieder aufgewacht bin, dass die Sonne scheint, dass ich ein Umfeld habe, in dem es mir gut geht. Und dann mache ich so einen kurzen Rückblick und erinnere mich an Momente des vorherigen Tages, für die ich dankbar bin. Und ich starte auf die Art und Weise mit einer guten Energie in den neuen Tag. Früher habe ich das anders gemacht, da habe ich mir als erstes überlegt, was ich heute alles zu erledigen habe. Das ist eine andere Energie, aber wenn ich mit einer Dankbarkeitsenergie starte, dann fängt der Tag anders an. Von daher lade ich dich ein, Dankbarkeit zu üben mit meinen 3 Erfolgstipps. Sollte das nicht schwer sein, nämlich sei achtsam und nimm die Dinge bewusst wahr. Fokussiere dich auf die Dinge, die du in deinem Leben bereits hast, ne? Die dir Fülle geben, die dich Fülle fühlen lassen, und vor allen Dingen teile deine Dankbarkeit mit anderen, indem du davon erzählst oder indem du ihnen einfach mal Danke sagst. Und wenn du jetzt für dich feststellst, dass es sich von Woche zu Woche wiederholt, das ist überhaupt nicht schlimm. Denn Dankbarkeit ist auch etwas, oder man kann auch für die Dinge dankbar sein, die anderen selbstverständlich sind. Lass dich einfach inspirieren, das Tool Dankbarkeit für dich ganz intensiv zu nutzen und Dankbarkeit als Haltung zu entdecken. Du wirst sehen, es wirkt sich auf dein Leben auf. Es wirkt sich auf dein Leben aus und du wirst einfach leichter durchs Leben, durch den Alltag, durch viele Situationen gehen, wenn es dir gelingt, dankbar zu sein. Und wenn du dich fragst, wofür du dankbar sein kannst, dann will ich dir hier noch ein paar Ideen mitgeben, die ich dem Buch von Christina Reftel, Ich habe nach dir gewonnen, entnehme. Nämlich, ich bin dankbar dafür, dass ich nach einem Fest putzen muss, denn das bedeutet, dass ich Freunde habe. Ich bin dankbar für die Steuern, die ich bezahle, denn das bedeutet, dass ich Arbeit habe. Ich bin dankbar dafür, dass meine Kleider ein bisschen eng sind, denn das bedeutet, dass ich Essen habe. Ich bin dankbar dafür, dass Fenster geputzt werden muss, denn das bedeutet, dass ich ein Zuhause habe. Ich bin dankbar für den Schatten, der meine Gartenarbeit bewacht, denn das bedeutet, dass ich draußen in der Sonne bin. Ich bin dankbar für alle Klagen über Politiker, denn das bedeutet, dass wir Meinungsfreiheit haben. Ich bin dankbar für meine Heizkostenrechnung, denn das bedeutet, dass ich es warm habe. Ich bin dankbar für die Frau neben mir, die falsch schinkt, denn das bedeutet, dass ich hören kann. Ich bin dankbar für den Wäscheberg auf dem Bügelbrett, denn das bedeutet, dass ich Kleidung zum Anziehen habe. Ich bin dankbar für Müdigkeit und schmerzende Muskeln am Abend, denn das bedeutet, dass ich körperlich hart arbeiten konnte. Und ich bin dankbar für den Wecker, der morgens klingelt, denn das bedeutet, dass ich wieder einen Tag zum Leben habe. Und ich bin mir sicher, dass auch du ganz viele Dinge findest, für die du dankbar sein kannst.
Und wenn ich dich dabei unterstützen kann, wenn ich da etwas für dich tun kann, komm gerne auf mich zu. Ich habe auch in einer früheren Kommunikationstango-Folge schon mal über Dankbarkeit gesprochen. Und die werde ich in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu/Folge 103 für dich verlinken. Gleichzeitig will ich dich nochmal einladen in die vielen Formate, die ich mittlerweile anbiete. Vor allen Dingen in mein Format Live auf einen Kaffee, immer Montagmorgen um 8 Uhr. Dafür kannst du dich ganz einfach anmelden unter www.anja-schäfer.eu/Kaffee. Ich freue mich, wenn du da mit dabei bist. Ist eine halbe Stunde, wo ich dich in eine gute Energie bringe, wo ich Impulse und Inspirationen mit dir teile, damit du dann großartig in die neue Woche startest. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Und zum Abschluss will ich dir natürlich Danke sagen. Danke, dass du den Kommunikationstango hörst. Danke, dass dich das, was ich so mache, meine Formate interessieren. Danke, dass wir miteinander im Austausch sind. Und sollten wir das noch nicht sein, danke dafür, dass wir in den Austausch kommen. Du findest alles von mir unter www.anja-schäfer.eu. Und wenn dir diese Kommunikationstango-Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinem Netzwerk. Wenn du Fragen hast, hinterlasse mir einen Kommentar unter www.anja-schäfer.eu/Folge 103. Und wenn du mir etwas zurückgeben willst, dann gib mir eine tolle Bewertung auf iTunes, da 5 Sterne und lass uns miteinander in den Austausch kommen, lass uns miteinander vernetzen. Ich danke dir. Du weißt ja, du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann?